Level 85 ist schon fast erreicht. Es fehlt jetzt nicht mehr viel. Es fehlen jetzt noch knappe 5000 Punkte. Dann habe ich das große Ziel erreicht und endlich Level 85 erreicht, damit man das große Endspiel endlich starten kann, sprich die Grand Arena und alles. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, es ist bald soweit, Level 85 ist bald erreicht. Es fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel und jetzt heißt es nur noch ranklotzen, damit man das letzte große Ziel erreicht, damit ich mir alles freigeschaltet habe, was ich hier freischalten kann. Nämlich das letzte große Bereich ist natürlich die gute Grand Arena. Ja, die Grand Arena starte ich ja jetzt in die nächste Runde. Man kann sich ja heute schon anmelden, damit man loslegen kann. Ich werde es nicht schaffen, heute noch 5000 Erfahrungspunkte zu erreichen, damit ich mich anmelden kann. Somit werde ich noch eine Woche warten müssen, damit ich da richtig durchstarten kann. Nichtsdestotrotz werden wir heute noch meine normalen Farmarbeit machen. Es wird heute unglücklicherweise nicht viel explizit Neues geben. Ich werde hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Denn hier bei den Events gibt es nicht viel, da gibt es nur die tagtäglichen Belohnungen, also sprich die Trainingsdroiden. Das habe ich ja schon geschafft, hier habe ich ja schon meinen Charakter, also kann man hier auch nicht machen. Und somit ist jetzt nicht mehr viel offen. Was wir heute auf jeden Fall machen können, ist, ich werde meinen ersten Territorialkrieg machen, und zwar in der Angriffsphase. Wenn ich jetzt mir die beiden Truppen so anschaue. Obenrum kann ich jemanden besiegen. Untenrum ist es dagegen schon etwas schwieriger, aber nicht unmöglich. Weil, wenn ich mir jetzt dieses Team hier anschaue, das ist voll kommen verrückt, aber ich werde mich um dieses Team, und dafür habe ich ja schließlich meine Geonosianer, die werden mit diesem Team kurzen Prozess machen, und das werden wir jetzt hier an dieser Stelle auch machen. Moment, Geonosianer. So, auf geht's. Meinen einzigen, den ich auch machen kann, weil für die restlichen langt es einfach nicht. Ja, zwei Tanks ist in Ordnung. Nehmen wir mal die wieder weg. Sehr gut. Und der zweite kriegt jetzt auch noch seine. Jawohl. So. Gehen wir jetzt auf Großmeister Yoda. Der soll als erstes besiegt werden. Dann tun wir uns ein bisschen heilen. Jawohl. Und jetzt geht's in die letzten Zügen. Und dann haben wir ihn erledigt. Und wenn er erledigt ist, dann ist dieser Kampf gewonnen. Weil er hat keine Damage-Dealer mehr. Und somit ist dieser Kampf sicher durch. Tun wir jetzt gleich nochmal ein bisschen heilen. Und jetzt können wir die Tanks kaputt machen. Jawohl, perfekt. Und der letzte. Jetzt gehen wir auf Plo Koon.
So, und zum Schluss der Jedi-Konsul. Und somit habe ich meinen ersten Territorialkrieg, Kriegsschlacht gewonnen. Meine ersten von vielen. Und ich versuche jeden einzelnen zu gewinnen. Aber es wird natürlich nicht immer klappen. Die restlichen werde ich jetzt eher nicht angehen können, weil dafür langt es nicht. So. Das heißt, heute können wir eigentlich nur ein bisschen farmen gehen. Mehr werde ich da jetzt eher weniger machen können, aber so kurz vor Beendigung ist das auch in Ordnung. So. Dann. Als erstes natürlich wieder bei den Schiffen. Das ist erstmal Priorität Nummer uno, dass da endlich auch was vorangeht. 13 Splitter fehlen mir noch. Hier. Jawohl, wieder 2. Ach, es läuft und läuft. Und es dauert und dauert. Aber das ist okay so. 3 weitere, aber nichts für Django. So. Und schon haben wir nur noch ganze 5000. Ja, sehr gut. Vorhin waren es ja nicht 5000, sondern eher 6000. So, ein einziger Splitter, dann habe ich Fives. Hier habe ich bereits meine Sachen, hier habe ich auch meine Sachen bereits gekauft. Galaktischer Krieg werde ich mir jetzt dann auch nachher noch holen. Ja, der Vorteil ist, und das können wir gleich machen, diese Kämpfe hier sind, seitdem ich Brut Alpha habe, sowas von schnell vorbei. Ihr seht es gleich, das wird jetzt nicht mal mehr eine Minute dauern und dann ist dieser Kampf durch. Und so geht es bei den bei allen anderen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Sekunden es gewesen sind, aber das war jetzt definitiv keine Minute. Und das Schöne daran ist, dass du in der Lage dazu bist, dich selber wieder komplett mit hochzuheilen. Somit, und das ist ja auch ein Ausgangspunkt, den ich ja genannt habe, um den Galaktischen Krieg wunderbar zu schaffen. Du brauchst Teams, die sich selber hochheilen. Und das beste Team dafür ist nun mal Geo. Also ich wüsste jetzt kein besseres, was so gut da funktioniert. Außer ein sogenanntes Tier A oder Tier, Tier S oder Tier A Team. Sprich Jedi Revan, Darth Revan, Padme und solche Spielereien. Aber selbst da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die nicht ganz so schnell sind. Ihr seht ja, ein Schuss und schon ist ein Popo. Und das gleiche gilt jetzt auch für diesen Kampf hier. Der wird sowas von unglaublich schnell durch sein.
Jawohl. Kampf erledigt. Weiter geht's. Ah, jetzt noch zwei Kämpfe und dann ist da, habe ich, kann ich meine nächsten 5 Splitter für Cat Bane holen. Frischfleisch. Nicht was, was anderes ist, sind die Gegner bei diesem nicht. Nur alles Frischfleisch. Die Geonasianer laden zum Essen ein. Feuer frei. Selbst Fives ist ihnen definitiv nicht gewachsen. Ihr seht es selber. Hammer, wie die da durchrauschen. So, jetzt können wir hier gleich einlösen. Cat Bane kriegt jetzt seine nächsten. Jetzt sind wir bei 63, jetzt fehlen nur noch 37. Und dann haben wir ihn auch. Somit brauche ich nur noch, ja, 8 Stück. 8 mal refreshen. Das klappt. Moment. Wenn ich jetzt ausschließlich ihn mir hole, 2 mal kriege ich jetzt heute noch. Da sind wir bei, jetzt fehlen noch 6. Dann 2 Tage. Sprich Montag. Wir haben jetzt von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag. Genau, das könnte klappen. 2 Mal noch und dann habe ich ihn auch. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was dann mein nächstes Ziel sein wird. Okay, hier können wir jetzt noch einmal refreshen. Das mache ich natürlich, weil dann kriege ich nämlich hier noch ein paar Splitter dazu. Sind nämlich nochmal 3 und jetzt fehlen nur noch 16. Und dann habe ich ihn auf, halt stopp, auf 5 Sterne. Was ich natürlich machen kann, der kriegt all diese Teile, und ich brauche jetzt nur noch, das können wir auch bereits herstellen, nur noch ausrüsten und das klappt ab Level 85 und dann habe ich ihn auf Ausrüstungsstufe 11. Also richtig gut für so ein niedriges Level. Was kann man hier noch machen? Ah, 3 Omegas, nein. So. Und zum Schluss kriegt natürlich noch die gute Barriss Offi ihr schönes, wunderschönes Teil. Das ist natürlich auch dunkle Seite. Nein, 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 nicht. Gehen wir mal schnell. Kontrollieren wir lieber mal die Einsatzziele. Jawohl, passt. Ich kann es ihr geben. Die Mordkämpfe. Na, kann ich hier was machen? Oder muss ich warten? Das war heute zum ersten Mal richtig befreiend. Richtig befreiend, endlich mal nur zu simmeln.
So. Barriss Offe kriegt jetzt noch ihre Splitter. So, das war's. Thema ist durch. Jetzt kann ich aber auch eine Sache machen. Nämlich. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ich kann ihn endlich, weil ich genug Geld habe, auf 7 Sterne befördern. Dann kann ich ein bisschen was noch verstärken. Dann Palpatine braucht natürlich auch noch eine Verstärkung. Den tun wir gleich auf 70 jetzt hochschrubben. Also das hier und das hier. Genau. Und jetzt muss er dann nur noch Mods bekommen. Er braucht Tempo. Wird dadurch noch schneller. Genau, dann weiß ich, was ich... Er kriegt Tempo. Halt, stopp, das hier. Dann... Dann. Nein. Nein. So, jetzt muss ich da mal sehen, ob ich jetzt einfach mal Glück habe. Wieder nix. Das wird irgendwie heute nicht so, wie ich das gern haben will. Ah, das könnte jetzt mal klappen. Komm. Ah, wie. Jawohl, wenigstens etwas. So, jetzt haben wir schon mal 2. Nein. Nein. Ja. Gut. Das klappt auch. So, jetzt können wir hier. Nein. Nein. Ja. Und gleich noch viel besser. So. Schauen wir mal. Oh, der ist gleich von vorne rein. Den können wir gleich mal auf 12. Ah, nix. Nein. Nein. Wieder nix. Immer noch nix. Ja, das wird jetzt nix. Das gebe ich ihm. So.
Dann machen wir nur schnell Level 3. Ah, das wird nichts. Da werden wahrscheinlich wieder nur die Abwehr erhöht. So, jetzt hat er wenigstens seine Mods. Ja, jetzt hat er schon seine Mods und jetzt hat läuft das Ganze genau. Hier habe ich wieder 15.000, das ist super klasse. Okay. Dann. Halt, stopp. Das wollte ich machen. Level 79, das ist mir zu hoch. Machen wir das hier. Genau. Und das. Genau, und das wird es für heute dann auch schon gewesen sein. Es ist heute nur ein sehr kurzes Video, ein sehr schnelles Video, aber weil es ist ja alles, es fehlen jetzt noch, heute Abend wären es ungefähr, ja, knappe 17.000 sein, also sprich spätestens am Dienstag auf Montag auf Dienstag könnte es klappen, dass ich Level 85 werde. Mit etwas Glück kann es klappen. Also am Tag mache ich schon meine 1.000, 2.000 und somit sind es nur noch diese zwei Tage. So Leute, wie gesagt, das war jetzt ein sehr kurzes Video. Trotzdem ein sehr wichtiges Video, denn es fehlt hier nur noch sehr, sehr wenig und es wird jetzt morgen ähnlich sein wie heute. Denn es gibt natürlich jetzt nicht mehr viel zu machen, aber trotzdem sind diese letzten Züge richtig wichtig. Denn es geht auch darum, hier die Teams so weit wie möglich fertig zu haben, was ich als fertig bezeichnen kann. Und das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, Servus. Und natürlich möge die Macht mit euch sein.